Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir hier gerade so ein kleines bisschen Wald gesucht, weil bei meiner tollen Zweitagestour über den Panoramaweg Baden-Baden mir leider irgendwie das Intro verloren gegangen ist. Weiß nicht, ob ich nicht auf Aufnahme gedrückt hatte, irgend sowas in der Richtung ist passiert. Daher jetzt, hallo, herzlich willkommen. Ich war 2 Tage unterwegs auf dem Panoramaweg um Baden-Baden. Der hat 42 bzw. 40 Kilometer, je nachdem, wo man nachliest. Und lustig war's. Und was ihr jetzt im Folgenden seht, ist in 3 Teilen, weil doch relativ viel Material zusammengekommen ist, eben meine entsprechende Tour. Und am Schluss fehlt wiederum ein Stückchen, aber das werde ich dann am Schluss erläutern. Aber ja, viel Spaß! Ja, leider ist die Straße im Hintergrund nicht zu vermeiden. Solche Felsformationen sind übrigens ziemlich typisch für die Region vom Schwarzwald, in der ich mich gerade befinde. Das ist einfach so, dass die aus einem härteren, konglomerathaltigeren Buntsandstein bestehen als der Rest vom Buntsandstein drumherum und teilweise sogar schon aus Grundgebirge, also in diesem Fall Granit. Und die sind dadurch einfach stabiler als das Sedimentgestein, was halt eben drumherum sich befindet und ist demzufolge schneller wegverwittert als hier unsere schönen Felstürmchen. Das hier ist auch so ein Fall. Das sieht man an anderer Stelle noch besser. Ich werde mal irgendwann da auch mal entsprechend drehen. Jawohl, und hier wieder die tolle Panorama, die man, das tolle Panorama, das man nicht sieht. Kurz Interesse halber zu meinem Graffel. Ich habe also eben diesen Rucksack dabei, den ich schon getestet habe, weil ich den jetzt nochmal intensiv mit relativ viel Gepäck testen wollte. Weiß nicht, was der jetzt hat. Ich schätze mal so 16, 17, 18 Kilo. Irgend sowas um den Dreh. Jetzt vollgepackt mit Getränken, 3 Liter und entsprechend ein bisschen was zu essen und übertrieben viel Übernachtungszubehör, weil es ist kalt und da braucht man halt schon ordentlich ein bisschen was mitnehmen. Also bisher trägt es sich eigentlich ganz gut, auch bei dem Gewicht. Diese etwas verwackelte Aufnahme mit den Baumpilzen gehört zu dieser schönen Buche, die nach oben hin dann irgendwann das Problem hat, dass da ein Teil fehlt. Allein der Gedanke, dass eine Aussicht da ist, ist ja auch schon schön. Also theoretisch. Woran erkennt man jetzt, dass das da keine Tanne ist? Hängende Zapfen. Bei der Tanne würden die Zapfen auf den Ästen draufstehen, also aufrecht. Hier hängen sie runter. Im Übrigen bemerkenswert viele Zapfen. Also dieser Fichte hier geht's gut. Auf solchen Felskuppen wie der, auf der ich mich gerade befinde, kann man dann immer mal wieder irgendwelche schönen Besonderheiten finden. Hier zum Beispiel hat es jede Menge Ilex. Ich kann mir nie merken, ob das jetzt hier Ilex crenata oder Ilex aquifolia ist. Ich glaube, ihr wisst es auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie die Dinger auf Deutsch heißen. Stachelbeere? Meine ich mal gehört zu haben. Naja. Jedenfalls eine nette Pflanze, weil auch im Winter trägt sie Laub. Wenn auch stachliches und sehr hartes. Deswegen geht das überhaupt, dass sie im Winter Laub tragen kann, weil es eben ein sehr hartes, sehr widerstandsfähiges Laub ist, was halt im Winter eben nicht kaputt geht. Hier ist noch geht. Einmal kurz labern und dann halte ich auch wieder die Klappe. Fällt euch was auf? Am Boden? Schnee. Süpp. Da drüben? Am Boden? Kein Schnee.
Wieso ist das jetzt so? Ich stehe hier genau an einem Nord-Süd-Tal. Entsprechend, das Ding mit dem Schnee, jetzt aktuell auf der Seite, war der Nordhang. Und das da drüben ohne den Schnee ist der Südhang. Da kann man also schon mal ganz schön sehen, welcher Unterschied eigentlich die Hangexposition bezüglich des Klimas macht. Also so ein Südhang ist erheblich wärmer als so ein Oller Nordhang. Also ich werde mir zum Übernachten heute Nacht auf jeden Fall einen Südhang suchen, nach Möglichkeit. Vielleicht soll ich noch schnell erklären, warum das so ist. Die Sonne steht mittags tendenziell ein bisschen südlich vom Zenit, zumindest auf der Nordhalbkugel. Also immer mindestens ein bisschen südlich. Je weiter nördlicher man kommt, desto südlicher steht sie. Und entsprechend hat ein Nordhang, also ein Südhang, ein Hang, dessen Richtung nach Süden verläuft, die perfekte Exposition, um genau die Sonnenstrahlen exakt im rechten Winkel, mehr oder weniger, auf den Hang treffen zu lassen. Und je steiler der Winkel ist, in dem ein Sonnenstrahl wo er auftritt, desto stärker ist die Energie, die er dabei auslösen kann. Was war das? Das Planck'sche? Nee, das war das Boltzmann'sche Gesetz? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss es irgendwann mal lernen. Jedenfalls ist es so. Gerade mache ich das Maul zu. Entsprechend hier jetzt Nordhang. Sieht man schön eindrucksvoll. Ne? Sogar der Weg ist noch vereist. Und zwar so richtig schön. Der ist ein paar Mal aufgetaut und wieder eingefroren und aufgetaut und wieder eingefroren. Und meine Schuhe brauchen dringend neue Sohlen. Wenn ich hier auf die Fresse fliege, sind neue Sohlen fällig. Hier rechts, das Dicke im Bild, das ist ein Bergahorn. Da hinten, das bisschen Grüne da, das ist eine wunderschöne Tannenverjüngung. Ganz toll, da muss ich mal den Bernhard, das ist der Förster hier, entsprechend loben. Buche. Tanne. Also das Kleinzeug hier. Wanderschild, Buche, das da hinten mit dem trockenen Laub dran. Buche, ja, Buche, Tanne, Lärche. Schönes, wertvolles Holz, sehr dauerhaft, vor allem im Außeneinsatz. Kann man sich toll eine Diele oder Terrasse ähnliches draus bauen. Das ist eine alte Kirsche. Eine wunderschöne, mit einem hervorragend geraden Stamm. Ja, die sind bei 1000 Euro wert. Was haben wir hier noch Schönes? Eiche, nochmal Eiche, Buche, Buche, nochmal Buche, Buche. Da haben wir noch eine schöne Lärche. Oh ja, auch sehr schön. Hier noch was ganz Spannendes. Das hier ist eine Tanne. Eine ziemlich komische, buschige Tanne, die da oben so seltsam buschig und schräg aufhört. Und wenn man da jetzt mal genauer hingeht und näher hinschaut und sich hier mal die Spitze zu Gemüte führt, dann stellt man fest, die ist verbissen worden und zwar vor gar nicht so langer Zeit hier. Das war mal der Terminaltrieb, also der Haupttrieb, der nach oben wächst, von dem die Seitenäste ausgehen. Und der ist vor nicht allzu langer Zeit abgebissen worden. Wie kann das jetzt sein, wenn diese Tanne hier definitiv höher ist als ein Reh? Also entweder haben wir hier einen Elch oder, überleg, im Winter liegt Schnee. Wenn das Reh auf ganz viel Schnee steht, dann ist das Reh auch hoch genug, um so eine Tanne oben nochmal abzuknaspern. Jawohl, lecker, Tanne, sehr knusprig. Und nochmal was Interessantes. Man beachte mal diesen Baum hier rechts, also diesen da und den da links, diesen da.
Die sehen sich so borkenmäßig doch relativ ähnlich. Wie kann man jetzt die auseinanderhalten? Ist das beides dieselbe Baumart? Da muss man dann einen Blick in die Krone werfen. Und dann stellt man fest, links grün, rechts nicht. In dem Fall ist links eine Kiefer und rechts eine Lärche. Lärche hat die gleiche, ja fast dieselbe Borke wie Kiefer, also daran möchte ich es nicht auseinanderhalten wollen. Aber hat halt eben im Winter keine Nadeln. Also im Winterzustand ist es super einfach, eine Lärche zu erkennen. Das ist der einzige Nadelbaum bei uns, der im Winter keine Nadeln hat. Hier noch was ganz Tolles, Seltenes. Also so im normalen Wald, wirklich mitten im Wald, findet man sie höchst selten, ganz oft in Parks oder Vorgärten. Das ist die berühmte Eibe. Habt ihr garantiert schon mal gehört. Hoffentlich wisst ihr auch, dass alle Pflanzenteile von dem Ding super giftig sind. Ich dachte mir, wenn ich jetzt schon eine habe, dann kann ich auch erklären, wie man die super idiotensicher erkennt. Und zwar, so, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Die Nadeln sind am Stiel, also am Zweig, gestielt. Also die haben dann quasi an der Nadel, der Nadelgrund, das letzte Endchen, das Stückchen, wo die Nadel dran sitzt, das läuft ein Stück am Stiel entlang. Ich hoffe wirklich, man kann das einigermaßen erkennen. Hier am älteren Zweig sieht man es auch noch mal ganz gut. Und das ist ein typisches Beispiel für Eibe. Des Weiteren haben die Nadeln auf der Rückseite keine Stomataöffnungen. Die sind vollkommen glatt und in einem deutlich helleren Grün als die Nadeloberseite. Also das sind keine weißen Streifen oder irgendwelche sonstigen erkennbaren Streifen auf der Nadelrückseite. Nur in der Mitte halt eben einer, das ist aber quasi mehr nur so eine Einkerbung. Wie gesagt, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Das ist dann ein typisches Beispiel für Taxus baccata, also die Eibe. Und was man auch noch gut sehen kann, ist, die haben in der Regel immer so diese spezielle Borke hier. Dieses schuppige Zeug, was man, wenn man ein bisschen dran rumspielt, fast das Gefühl hat, man könnte es abreiben. Also dieses charakteristische, diese richtig schöne schuppige Borke ist auch typisch Eibe. Und fast immer sind sie mehrstämmig, dieses Exemplar jetzt nicht. Das ist tatsächlich jetzt nur einstämmig, aber sie sind dann immer sehr verzweigt. Also, dass man mal eine Eibe findet, die gerade als Einstamm nach oben wächst, das ist super selten. Die werden auch nicht hoch, also eine 20 Meter Eibe, oh, das ist das allerhöchste der Gefühle, dann muss die schon uralt sein. So, jetzt wisst ihr Bescheid, hoffe ich. Das da hinter mir, das Gebäude halt, ist die Merkur-Talstation, also Merkur-Bahn-Talstation. Der Merkur ist der Hausberg von Baden-Baden, wenn man mal hier in der Gegend zufällig sein sollte, ist jetzt nicht die Riesenattraktion, aber ganz lustig, mal hochzufahren. Eben mit dieser Bahn. Das ist eine Zahnradbahn, die ist schon ewig alt, wurde gerade renoviert, müsste also demzufolge wieder funktionieren und die Fahrt kostet irgendwie, ich glaube, einen Fünfer hoch und wieder runter. Ja, ist ganz lustig, also die Fahrt an sich natürlich. Und auf dem Merkur hat man eine tolle Aussicht, aber das nur am Rande mal anbemerkt. Ich gehe jetzt nicht hoch, beziehungsweise fahre jetzt nicht hoch, ich gehe jetzt weiter. Hier haben wir die schöne Spannerliegewiese. Jetzt ratet mal, wo der Spanner normalerweise sitzt. Der Hochsitz ist im Übrigen durchaus nötig, wenn man sich anguckt, wie die Wiese hier aussieht. Alles Wildsau. Wildsau, 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 Wildsau. Die Sau muss weg, auch wenn sie mir sympathisch ist. Was hier aufgrund der Entfernung schon wieder total verwackelt ist, ist Muffelwild, also dieses kleine Zeug da im Vordergrund. Das ist ein Wildschaf von Korsika, wobei keiner weiß, inwiefern die Viecher jetzt wirklich wild sind. Ich habe die total gerne, ich bin bei denen auch schon in diesem Wildgehege hier rumgelaufen und wollte ihnen mal näher kommen. Bin aber wirklich nie nah rangekommen, weil die unglaublich scheu sind. Also so ein Hirsch, ne? Der da hinten mit dem Geweih, der bleibt schon mal stehen und unterhält sich ein bisschen mit dir und so weiter und so fort.
Der ist sich wahrscheinlich darüber im Klaren, dass man dem jetzt ohne Schießgewehr jetzt so erstmal nichts tun kann. Aber dieses Muffelzeug rennt sofort weg. Du bist halt auch per se... Aha, was machen die denn da? Per se gleich mal ein größeres Tier, als die sind. Hingegen so ein Hirsch. Dieses Tier hat leider keinen Kopf. Bin mir nicht sicher, wo da vorne und wo hinten ist. Ah, jetzt. Das ist ein Hochlandrind. Highlandrind. Schottland. Sehr robust, sehr liebe, tolle Rinder. Mein Lieblingsrind. Ja, da hinten könnte man jetzt theoretisch den ganzen Schwarzwald sehen.